Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Medieval Engineers und ja, wieder auf dem Server. Fahren wir diesmal auch an, sehr gut. Ich habe sonst irgendwas getan, ich glaube nicht. Auf jeden Fall wollte ich auch mit dem Balkon eben, den wollte ich eben fertig bauen und wollte auch schon die ersten Arten quasi von Deko einbauen. Zumindest im Sinne von Geländer am Balkon. Das ist tolle Deko, ich weiß. Und, gerade könnten auch anfangen, den Keller auszubauen. Das wäre, glaube ich, die bessere Variante. Aber wir brauchen hier ganz dringend, wir brauchen auf jeden Fall Platz hier unten. Es sind hier eine Menge Stauraum hier unten. Und ja, je früher wir viel Stauraum haben, je besser. Ich würde dann sagen, erstmal ein bisschen auf Holzfällertour gehen. Das ist ja echt noch so in der Umgebung hier alles Schönes. Coole Form von der Straße hier. Ich glaube, sonst haben wir hier bei uns direkt nichts Neues. Was haben wir denn hier unten? Irgendwas Interessantes? Auch nicht. Da vielleicht? Komm. Hier ist ein Bauplatz und hier ist ein Bauplatz. Sieht man schneller ran als die Straßen da hinten. Das sind dann, soweit ich hier habe, so quasi so erhöhte Stellungen. Aber okay. Sieht eigentlich ganz gut aus, finde ich. Also, gefällt mir. Ist natürlich noch recht eintönig. Aber ansonsten geht's eigentlich. Du warst schon. Nee, du warst noch nicht. Gucken wir mal, was hier sonst noch so alles reinfällt. Muss man da gleich mit der Aufnahme eine Pause machen, weil ich habe jetzt schon bestimmt 6-7 Folgen am Stück aufgenommen. Na gut, 6-7 Folgen nicht, aber. Ah, 2. Ich jetzt schon. 3-4 sind da bestimmt schon. Vielleicht sogar schon 5. Aber ich möchte, wie gesagt, auf den Server nicht so viel überspringen, wie eben im Display gemacht habe. Das wird unwiderruflich passieren, so oder so, weil ich kann das natürlich nicht nur auf den Server hier aufnehmen. Ich würde auch gerne mal so privat hier drauf spielen, aber ich denke mal, dass im Großteil werde ich auch viel aufnehmen. Von daher passt das eigentlich. Und ich spiele auch nebenbei auf zwei Welten. Dieser und der alten Welt für, mein Gott. Für dieses, ja, Creative Let's Play, dieses Let's Show Build. Weiß der Geier. Das an meiner Stimme nervt mich gerade doch ein bisschen. Du bist schon gefällt? Du. Anscheinend nicht. Ah, ich sehe schon, wir sind Spieler. Lässt sich also in meiner Nähe nieder. Hab ich kein Problem mit, ehrlich gesagt, also. Ich würde mich interessieren, ob wir die 10 Spieler wirklich schaffen für den Server. Wenn ich ja, traue ich nicht so ganz, da würde ich auch dann die 10 Spieler werden. Und da ist voll, war klar. Wir können direkt mal den Timber nehmen machen. Also war das doch ein. Ich war schon gefragt, oh, da gerade oben ist die irgendwie so braun auf Distanz. Was ist denn das? Ah, er baut da oben seine Burg hin. Ein Timber. Könnte noch einen Timber mitnehmen. Braucht was Stöcke oder. 15, 15, 30. Ja, haben wir 60 raus. Winter ist voll, ach, leck mich doch. Ja, komm jetzt aber. Dankeschön.
Habe ich meine Axt hingeworfen jetzt gerade? Okay. Warum war sie denn? Okay, wir haben anscheinend eine Axt verloren. Gott weiß wie. Machen wir mal ganz anders. Wo sind die helfenden Hände? Wieso gibt es die nicht mehr? Den Hammer hätte ich vielleicht noch holen sollen. Das wäre vielleicht schlauer. Wobei aktuell noch nicht. Erstmal den Fußboden legen. Ja, der muss abgerissen werden. Hüpf, hüpf, ja, hüpf, hüpf. Ist klar. So der Balkon reicht eigentlich. Ist noch nicht viel größer, muss er nicht werden. Die erstmal kurz alle weg. Den Hammer können wir nicht nehmen. Doch, können wir. Bei den eben oben. Alles bauen hier. Dann können wir das Ding noch entfernen. Ich lasse es erstmal da stehen, oder? Ne, mach es gleich mal weg. 36 Timber, das ist auch gar nicht mal so wenig eigentlich. Ich finde es cool, dass man die auf Distanz sogar laufen sieht. Einen ganz kleinen weißen Punkt, der da rumläuft. Ja, ganz oben. Zum Beispiel auf die Distanz sieht. Wow. Space Engineers war, glaube ich, nicht möglich, auf so eine hohe Distanz Spieler zu sehen. Was mache ich jetzt? Wieso gucke ich hier rein? Ich muss doch hier reingucken. Sonst war jetzt nämlich die Idee quasi zu sagen, du musst weg. Hebt euch nicht auf, soll das jetzt? So, so. So, wenn wir den Balkon jetzt quasi hier haben, dann könnten wir mit der Nummer 8. Dahin. Dahin. Wenn ich lassen würde. Dahin und natürlich dann nochmal hier ganz in die Ecke. Ja. Sehr gut. So, Nummer 8. Dein. Dann nehme ich die soweit fertig. Wir haben natürlich keine runden Timber jetzt mehr. Natürlich nicht dran gedacht, dass wir die eventuell brauchen könnten, aber. Können wir jetzt soweit erstmal hingehen und hier oben auf 6 schalten. Nehme ich dann hier quasi. Das passt so. Dann immer am Ende von den. Weil wir könnten eigentlich auch. Das glaube ich auch viel mehr Sinn machen würde. Die wir von unten an weiterführen. Die habe ich, glaube ich, hier hingemacht, oder? Eine gute Frage. Oder mal ganz kurz. Wenn wir sehen, wenn es falsch ist. Aber es ist garantiert falsch und das ist es auch. Hatte ich ja recht. Okay. So, dann kommst du mal her. Dann noch die quasi dann hier hin. So, da einmal. Und da einmal.
Direkt hier nochmal einen hin. Der baut aber schnell, mein lieber Mann. Gut zu wissen. Fenster. Natürlich jetzt massiv im Weg, man dagegen rennt, aber. Problem soll es nicht sein. Die Türe, die ich noch eben dran machen wollte hier. Eine Türe. Komm, vielleicht in der Richtung. So. Ich habe eigentlich eins gedrückt, Dankeschön. So. Ausguck ist eigentlich ganz in Ordnung von hier. Er hat natürlich den besseren, aber. Ich habe dafür meine eigene kleine Höhle hier. Also, Höhle. Wie komme ich jetzt auf Höhle? Was ist los mit mir? Eine kleine Anhöhe, mein Gott. Da muss noch 100 Timber hin. Natürlich keine Axt mehr. Müssen natürlich jetzt eine neue. Aber es genug Sticks für eine neue. So, Stein haben wir sicher noch irgendwo. Du brauchst kleine Steine. Warte, dann reg mal eben. Ich wollte doch auf die Jagd gehen. So, die Axt bauen wir einmal dahin, dann die Armbrust. Legen wir erstmal auf Seite, würde ich sagen. Doch, legen wir es auf Seite. Brauchen wir erstmal nicht. Stöcke können hier rein, Timber kann erstmal alles hier rein. So, hier können wir es mal sehen. Wir haben noch einen Kürbis, cool. Kannst dann hier rein, du kannst auch erstmal hier rein. Der ist ja natürlich einen Bauplatz gesucht, der weit vom Holz weg ist, ne? Deswegen baue ich mir direkt neben dem Holz. Er spart dann das rauf und runter rennen. So. Oh. Der wollte mir abstechen. So, dann werfen wir euch mal gerade weg. Wohin auch immer, keine Ahnung. Meine Axt hier vielleicht auch irgendwo. Ich kann da nicht verschwinden, die Axt, ich bitte euch. Merkwürdig. Jetzt wird davon ein bisschen was wir brauchen. Auf jeden Fall würde ich sagen. Einmal machen wir 4 und einmal machen wir davon noch. Wie weit das reicht, weiß ich natürlich nicht. Müssen wir mal gucken gehen. Also die Winkel reichen auf jeden Fall nicht. Mal 2 Stück von. Die Runden müssten aber eigentlich reichen, weil wir 1, 2, 3, 4, ja, genau 4 Stück. Passt. So. Kommt hier das gleiche hin. Und ich glaube da auch noch. Jupp. Dann quasi eine normale Timber. Dahin. So ein simpler Zaun. Kommt auch noch ein kleiner Zaun hin. Da muss Fußboden drauf. Ups. So, jetzt machen wir mal hier das, was wir auch im Let's Play in der letzten Staffel hatten.
Aber wieso kann man mir die anzeigen? Ich habe da gar nichts gebaut. Kann ich einen dahin und dahin? Könnte ich jetzt auch hier machen, aber passt da wieder rum. Oder passt vielleicht doch, mal gucken. Wenn meine Stimme wieder weggeht. Sieht eigentlich ganz in Ordnung aus. Aber hier muss auch noch einer hin. Sieht doch einigermaßen gut aus. Jetzt könnte man sogar noch hingehen und sagen, wir möchten... Nein, gut. Tut mir für das Husten, aber irgendwie geht meine Stimme gerade ein bisschen flöten. Kurzen Schluck trinken. Ich habe euch immer noch, ich habe doch gerade weggeworfen, oder nicht? Oder bin ich schon so weit, dass ich Sachen vergessen? Jetzt so. Geht doch. So. Das waren das quasi dafür, machen jetzt hier die beiden Fahnen. So, die diagonalen Timber können auch erstmal weg. Normalen Timber brauchen wir noch zwei Stück. Nehmen wir mal mit. Wobei, das muss man von unten, glaube ich, machen. Ups. Könnte man nämlich hingehen. So, die Frage, wie gibt es überhaupt so ein kleines? Gab es, genau. So würde das gehen. Oder von oben dran. Das ist erstmal so. Ich kann das ja immer noch ändern. So, dann Nummer 8, da auch nochmal. Dann haben wir die Nummer 7. So. Das hat ja was. Finde ich jetzt. Ja, das kann man definitiv so lassen. So, gucken wir jetzt einmal nach dem Thema Dach. Weil das Holzdach. Wo haben wir das Holzdach? Wo haben wir dich? Wo haben wir dich? Wooden Roof braucht zweimal Timber. Haben wir. Jetzt ist die Frage, gibt es da die invertierte Ecke, also die nach innen gedrehte Ecke? Das wäre interessant zu wissen. Die gibt es. Sehr gut. Die innere Corner gibt es. Sieht mich dann am Ende so aus und ich finde, das sieht halt... Immer so schlecht aus. Holz da reden. Dann haben wir gleich noch das Dachgeschoss für. Ich bin schon bei einer Überstunde, sehe ich gerade. Auf jeden Fall erstmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.